Hallo Gaming-Freunde und herzlich willkommen zur neuesten PlayStation Zone-Ausgabe. Wir machen mit Volume 10 weiter und ja, da legen wir erstmal mal los. Also los geht's. Silent Hill. Ja, dann machen wir mal ne, die Startoption. Oh, ist sogar bei der Demo ist Drummond drin, ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, du. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange die Demo geht. Aha, Schule. Ja, das stand man ja genau richtig. Naja, Schloss klappt, das kennen wir ja alles. Ja, nee, das mag ich schon mal gar nicht. So. Moa Ranaldo Gordon, da muss die Lehrerliste sein. Ja, das ist ja auch wahrscheinlich. Es ist im Blut geschrieben. 10 Uhr Alchemielabor, Gold auf der Handfläche eines alten Mannes, die Zukunft verborgen in seiner Faust gegen das Wasser des Weisen auszutauschen. Oder austauschen.
Ich weiß nicht, wer es gezeichnet hat, aber es ist auf jeden Fall äußerst geschmacklos. Kommt drauf an, wer es gezeichnet hat. Vielleicht gibt und wer das toll findet, weil es gibt ja Liebhaber für sowas. Skurrile Bilder. Ist doch Mist. Ja, aber nee, war ja klar. Hallo? Immer das Gleiche mit den Viechern doch. Mal drauf treten? Nee? Ah, gut. Gut, gut, gut. Ja, ist ja gut. Ist das nichts? Keine Viecher. Naja, gut, dann gehen wir hier lang, weh? Wir haben ja sonst nix. Auch nicht. Ah ne, von hier kam ich ja. Map. Also, okay, warte mal, nach rechts könnte man rein. War das zu? Ich wusste gar nicht, dass es zu war. Okay, okay, hat sich schon erledigt. Tam, tam, tam. Ich glaube, wir müssen mal kurz durchrennen. Nee, das macht er nicht. Hau ab. Hau ab. Och, zu. Hallo. Da müssen wir gerade mal glotzen hier. Ah, da glotzen wir mal. Die Treppe könnte man noch. Dann machen wir mal links. So, die ist alle hier. Geh mal hoch oder geh mal runter? Wir gehen hoch. Oh, nee. Warte mal. Komm her. Ganz vorsichtig. Wo ist er? Ach so.
Die Viecher. Na! 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 Jetzt komm! Oh! Falsch! Was denn noch? Ich dachte, der wäre nicht mehr am Leben. So schnell kann man sich irren, du. Sehr viele Schüler haben die anscheinend nicht gehabt, weil es sind sehr viele Tische frei. Ja. Okay, ich muss hier raus. Müssen dies? Nee. Ja. Also hier ist Map, bei Silent Hill ist Map Glotzen sehr oft angesagt. Oder in dem Fall Karte. Liberare Servity, die Slap-Dingens können wir nehmen. Ja, keine Sorge, das wird noch gestreamt. Das wird noch gestreamt. Erstmal muss ich andere Sachen streamen. Ne? Kann man mal machen. Skulptur der Hand eines alten Mannes mit festgeballter Faust, als ob er niemals loslassen wollte. Ja, da wissen wir, wie das geht. Müssen wir halt die dementsprechende Chemikalie finden. Und dann das Lab, okay. Machen wir mal hier das andere. Wenn die Tür offen ist. Das sehe ich noch nicht. Okay. Jetzt ging aber schnell mit der Chemikalie. Dies mit der Chemikalie, hier ist sie doch. Das ist ein Goldmedaillen mitgenommen. Ah ja. Och. Was ist das für ein Beschiss? Ja, dann gehen wir die Treppe wieder runter und dann gehen wir in den Hof und dann können wir das einsetzen. Alter, wo kam das jetzt wieder her? Wo ist es? Ach so. Nee, wir müssen anderweitig lang. So. Oh, zu weit.
Schon wieder? Och. Dann setzen wir es mal ein. Was Ungezogenes. Tu, das war aber nicht gut. Aber das andere, die andere Tür. Ach so, ich sehe ja gerade, die Zeit ist um. Ja, das wäre Silent Hill, das kann ich nur jedem empfehlen. Und wir machen jetzt mit der nächsten Demo weiter. Da war Bunny. Da war ich als ganz kleines, als Bübchen, da war ich aber, war ich Bugs Bunny-Fan. Jetzt nicht mehr. Ne, das nehmen wir nicht mehr. Infogrames, oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Da werden Erinnerungen wach. Es gab schon damals geile Entwickler oder Publisher und ja. Da sind doch sehr viele über den Jordan gegangen. Today's hunt is Wabbit. Yeah, Wabbit, Wabbit, yeah, yeah. Hey. What's up, Doc? Wabbit, Wabbit. Yeah, Wabbit, Wabbit, yeah, yeah. Ich sag dazu lieber nix. Ich weiß jetzt natürlich gar nichts über die Steuerung. Gut zu wissen. Aha, so springt man. Mit X springt man schon mal. Hey! Na, ist ja gut. Hä? Was ist denn das? Au! Hau ab! Guckst schon so wieder so fies. Nix. Wir gehen lieber weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie man sich gegen die verteidigt. Ja, der dritte bringt leider nicht viel. Warte mal, so tut man schleichen. Naja. Wie macht man... Na... Nee, man muss es ja, es muss ja gehen, dass man sich hinknien kann oder irgend sowas. Nee. Ja, das ist ja wie Schieß.
Na. Warte mal, das, also Viereck geht nicht. X. X natürlich plus Ego-Perspektive machen. Brumm, 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 brumm. Da kann man vielleicht. Nee. Das ist natürlich blöd, wenn man keine Steuerung in, drin hat. Beziehungsweise keine Beschreibung, nichts dazu. Das war halt bei den Demos damals leider so die Sache. Ja, natürlich gut, wenn das. Hallo? Also entweder kann man hier reinspringen. Man kommt da drüber. Oder man kann hier sich reinknien oder langschleichen, was weiß ich. Aber irgendwie geht das hier nicht. Das ist ja schöner Beschiss. Hm, kann man vielleicht. Nee, man hat kein Startmenü. Okay. Man kann auch nichts drücken. Nee. Das bringt nichts. Ja, natürlich prima, wenn man noch. Okay, warte mal, das kann man so machen. Was ist, wenn. Kann man so machen? Nee, geht auch nicht. Frage der Frage. Kann man das nicht benutzen? Das ist so blöd. Ich habe das Gefühl, irgendwie. Ey, ist das blöd. Ja, das ist halt bei den Demos, das war auch damals nicht so, dass du das in die Beschreibung dazu gekriegt hast. Wissen wir, das Spiel gekauft hat. Kann man da, habe ich vielleicht was übersehen? Nee. Das ist ganz komisch. Das ist echt komisch. Wir machen mit 4 mal. Tust du ja bloß schlagen, aber das kannst du, wenn du X und Kreis machst. Aber. Nee. Dreieck tust du bloß Ego-Perspektive. Warte mal, kann man da vielleicht. Nee, der kann sich auch nicht weiter hinlegen. Das ist echt schade. Kann man da nicht rüberspringen oder sowas? Nee. Ja, das ist ein bisschen dämlich gemacht, finde ich. Ja. Nee. Vergiss es. Da kannst du wirklich ein anderes Spiel machen. Das ist blöd, wenn du da keine Beschreibung dazu hast. Du müsstest ja zumindest wissen, wie du in das Loch reinkommst oder in den Dings. Also das ist ein bisschen, ja, so lala, nenn ich mal. Premier Manager 99. Habe ich nie gespielt. Manager schon, aber nicht Premier Manager. Zurzeit wird ja ein Anstoß 2022 entwickelt. Ich zeig euch vielleicht eventuell bloß, was man so für Optionen hat. Ja.
Ja. Kann man da nicht zurückmachen? Entschuldigung, die Namen kann man trotzdem mal korrekt machen. So. Also, was können wir hier machen? Next Game. Hier kann man gar nichts anwählen, wahrscheinlich wegen Demo. Fixtures, nee, kann man auch nichts machen. Was ist das? Okay. In der Serie A sind wir, also die italienische Liga. Also die hatten damals keine Lizenzen, haben sie so abgekürzt genannt. Die heißen zum gewissen Teil auch so. Hier kann man die Aufstellung machen. Oder das System besser gesagt. Ich glaube Aufstellungssystem ist das gleiche hier. Vermute ich mal. Verträge, Training, Statistiken, Team, Tactics. Naja, das wird hier, kannst du die Formation machen. Die Finanzen, kein Geld. Das klappt, würde ich sagen, läuft. Resultate können ja keine sein. Transfermarkt. Naja. Naja, das wäre es eigentlich. Also hier kassierst du wirklich nichts. Das ist hier typisch. Keine Ahnung. Also hier kann man wirklich bloß, ist ein reines Managerspiel. Hier kann man wirklich bloß, also wer auf Manager steht, der kann sich's vielleicht ja mal anschauen, aber das ist doch recht alt, also. Ja, für eine Demo würde ich sagen, nimmt sich so ein Game, das bringt da nichts. Das hätten sie, glaube ich, auch lassen können. Na. Ich hoffe, ich kriege mit der Musik keine Probleme. Das ist nämlich bei der PlayStation so und so immer so eine Geschichte. Total Driven. Da bin ich ja immer gespannt. Das ist definitiv ein Rennspiel, das hört sich schon so an. Das wissen wir zumindest schon.
Okay. Schottland. Da kannst du driften. Das kann ich mir sowieso nicht merken, alles mit Anhieb. Ja, wir versuchen es einfach. Na komm. Es erinnert mich total an Toka Touring Cars. Aber sowas von. Boah. So. Das hätten wir. Zwei Runden machen wir. Oh, zwei Runden können trotzdem lang werden. Ich werde das natürlich, weil ich das gleichzeitig aufnehme, auch auf YouTube hochladen. So klar. So, boah. Eigentlich brauchst du hier echt eine Kotztüte, weil so wie das hier schaukelt und wippen tut und hast du nicht gesehen? Momentan sind wir an dritter Stelle. Naja, Hauptsache wir kommen ins Ziel. Ah, kommt ihr zwei. Vielleicht kriegen wir euch noch. Ich glaub's nicht. Aber vielleicht schaffen wir's. Das ist auch so ein Ding. Ich wollte eigentlich mal Toka Touring Cars streamen, aber ganz ehrlich. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist mit Chat beobachten und Streaming, das ist hart. Das ist dann richtig hart. So. Weil bei Toka, das Spiel verzeiht keine Fehler. Absolut nicht. Und da bist du manchmal gezwungen, Erster und Zweiter zu werden. Weil du sonst nicht das zum nächsten Rennen kommst. So. Na, jetzt einfach nur hoffen, dass wir durchs Ziel kommen. Also, dass wir das schaffen. Jetzt keine Fehler mehr. Das wäre cool. Aber dran glauben tue ich noch lange nicht. So. 600 Meter Vorsprung haben wir, soweit ich das richtig verstehe. Ja. Gewinner würde ich sagen. Ups. Falls der Stream stockt, wie gesagt, ich nehme es ja auf gleichzeitig. Das kann man dann nachschauen.
Ich weiß nicht, warum in letzter Zeit der Stream oder irgendwas anderes immer hängt. So. Was war denn eigentlich die letzte Demo? Müsste ich mal gucken. Aktur Eis Hockey 2. Eishockey. Ja, ich hatte auch mal ein Eishockeyspiel in der, zur PS3-Zeit. Es hat eigentlich Spaß gemacht, aber ob ich sowas noch hinkriege? Ich vermute mal, bis zur Halbzeit oder so machen, weil das ist ja meistens bei den Sportspielen zur Halbzeit immer. Brr, da bin ich ja gespannt. Bin ich in Rot, wa? Achso, alles klar. Ah! Schade! Schade! Komm her, du Sack! Können's halt. New Jersey sind wir. Ich hoffe, ich kriege keine Probleme mit der Musik. Das wird sonst eklig. Nein! Nein! Oh. Komm her, du Type! Ich box dich weg! Ach, das ist doch zum Heulen! Nein! Komm her! Ach, das ist doch zum Heulen! Ja, ey, das pfeifst du ab. Einfach mal den Schläger in den Kopf ziehen. Der Schiri merkt doch sowieso nichts. Nein. Ey! Das ist abseits. Ach, klub doch du selber nicht, alter Schwede. Wir führen, ne? Das ist nur mal so zur Info für den Gegner, weil wir ja und wie. Nein, 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 nein. Shit. Ja, lass dich ruhig feiern, Mann. Ach so. Lass dich feiern, Alter. Alter, was ist denn das für eine Affenmusik?
Lol. Wenn ich den ganzen Tag hören würde, würde ich kaputt gehen, Alter. Hört sich ein, als hätte irgendeiner, weiß ich nicht, was verschluckt oder sowas. Oh shit, 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 shit. Ey, du Sack! Scheiße! Hol, 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 komm, komm, hol, hol ihn! Ja, das pfeifst du wieder! Alter Schwede, ist das eine Musik. Nein, au! Scheiße! Ja, ist schon gut, du führst weiter. Jetzt würde ich mir auch mal ein Eishockey-Spiel gönnen. Boah! Alter! Au! Ey, das ist doch... Komm, 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 renn, 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 renn. Ah. Okay. Weil ich mach das nicht weiter. Ich vermute nämlich, das wird plus eine Halbzeit. Da ist die Demo eh vorbei. Bleibst du mal weg? Boah, ist doch ärgerlich. Das ist doch kein Abseits, Mann. Ach. Ja, ich habe jetzt gedacht, dass wir Abseits... Schande! Als wäre der Schiri beinahe hingeflogen jetzt.
ist gut. Oh, das ist so. Mann! Mit dir, Schwein. Ah, komm, leg hin. Derzeit kann ich schon einschlafen. Ach. Ja, gut, egal. Naja. Vielleicht sollte ich sowas mal wieder zocken. Aber gut, es gibt so vieles, wo ich sage, ja, da müsste ich zocken und da müsste ich dieses, dann müsste ich jenes. So viel Lebenszeit habe ich am besten will nicht, um das alles zu zocken. Warte mal, schaut mal raus wegen meinem Stream. Okay, das waren die Demos. Die Demos waren das, die Demos. Jetzt machen wir die Movies. Metal Gear Solid Special Missions. Ich werde während den Trailern meine Klappe halten und ihr könnt euch das anschauen.
extra energy. Extra energy. Extra energy.
das waren die Movies. Erstmal nochmal Namen, Mart, willkommen im Stream. Das ist die PlayStation Zone. Ich, normalerweise hätte ich die aufgenommen, aber ich habe einfach momentan keine Zeit zum Aufnehmen, deswegen streame ich die. Deshalb mache ich das. Ace Combat 3, wir sind jetzt in Work in Progress. Von Namco, Januar 2000, Action, ja. Habe ich noch nie gespielt. Vielleicht komme ich auch nie dazu, keine Ahnung. Wo ich schon mal Bock hätte, muss ich ehrlich sagen, weil das ist so ein Flugsimulationsdingens und so. Colony War. Warte, erstmal gucken, wie viel. Oh, da habe ich ja. Oh. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Colony Wars 3 von Sony, Frühjahr 2000, Action. Habe ich auch noch nie gespielt. Jetzt kommen ja fast nur Spiele, die ich nicht gespielt habe. Ne, bei den Movies bin ich eher ruhig, weil man muss sie genießen. Übrigens, wundert euch nicht, die Bildqualität, also die Bildformate sind unterschiedlich. Das ist halt dem geschuldet, dass sie das damals unterschiedlich reingemacht haben. Warum? Das weiß ich nicht. Das kenne ich mir nicht aus, du. Crash Team Racing. Von Sony. 1. Dezember 99 Rennspiel. Jetzt fragen sie sich wieder, Sony? Gehört das Ding nicht Activision oder jetzt zukünftig nach dem Activision-Kauf Microsoft? Ja, nur damals war es noch quasi eine Auftragsarbeit von Sony, deswegen ist Sony hier als Hersteller drin, obwohl damals es Naughty Dog war. Und deshalb, kannst du auch nicht mal, ja, das werden jetzt nicht allzu viele gespielt haben, Colony Wars. Obwohl es angeblich eine sehr bekannte Serie ist, die momentan brach liegt. Und Rechteinhaber zeigt Square Enix. Wieder Sony, früher 2000, Destruction Derby 3. Destruction Derby, muss ich sagen, ist geil. Das habe ich früher mal eine Demo gespielt. Ich wollte es eigentlich schon mal kaufen, aber ich kam nicht dazu. Ist geil gemacht. So, Dino Crisis. Muss ich dazu noch was sagen? 15. Dezember 99 von Capcom ist ein Action. Na gut, eigentlich ist es ein Survival-Spiel, aber gut. Dino Crisis. Ja. Hab ich jetzt. Wann war das jetzt nochmal? Im Mai? Oder war das im April, wo ich das Ding gestreamt habe? Ihr habt es ja verfolgt. Ja, ihr habt es verfolgt. Und wir haben zwar das gute Ende gekriegt, allerdings war das ein hartes Stück Arbeit. Ich muss noch Dino Crisis 2 beenden. Ich habe das vor einigen Tagen erst angefangen. Ich muss das noch beenden. Hilfs Mario Kart. Ja, das kann man auch so. Kopie Mario. Eidos, 4. April 99. Fear Effect hieß es dann. Das haben sie nochmal umbenannt. Action Adventure. Ja. Das war damals ein Abklatsch. Mario Kart hat den Spaß angefangen und Crash Team Racing und Sony Team Racing und so haben es fortgesetzt. Also besser gut geklaut als schlecht geklaut. Fighting Force 2. Ja, super, dass ich das auch nicht kenne. Oktober 99 von Eidos Action Adventure. Eidos gehört jetzt zukünftig nicht, dass einige
das vergessen haben oder nicht wissen. Eidos gehört zukünftig bald die Embracer Group. Embracer Group ist auch ein riesen Publisher mit 129 Entwicklerstudios. Die haben mal kurzerhand jetzt ein paar Marken von Square Enix gekauft. Der Abschluss dieser Übernahme wird im August stattfinden, September so ein Dreh. Und es wird erwartet, dass dieses Jahr wohlmöglich noch die Übernahme von Sony von Square Enix noch anstehen wird. Psygnosis, Oktober 99, Rennspiel. Final Formel, Formel 1, 99. Formel 1, ja. Da wird demnächst was anstehen, ne? Will ich nicht zu viel verraten. Es wird aber was anstehen, sage ich so, wie es ist. Streamtechnisch. Von Psygnosis, wie ich gesagt habe. Und Psygnosis gibt es nicht mehr, weil das war mal ein ganz großer Publisher in den 90ern. Wurde von Sony aufgekauft. Hat sich dann umbenannt in Sony Liverpool und ist im, ich glaube 2012 geschlossen worden wegen Erfolgslosigkeit. Ja. Kann passieren. G-Police 2. Übrigens ist G-Police eine Sony-Marke. Psygnosis ist wieder, September 99, Shoot 'em Up. Kann ich empfehlen. Geiles Spiel. Auch der erste Teil. Geiles Spiel. Sony, ne? Falls ihr das seht, macht mal Lacke. Ich möchte da einen Nachfolger. Oder zumindest ein Remake. Das wäre mal was Feines. Gran Turismo 2. 17. November 99 von Sony. Ja, Teil 7 ist jetzt erst erschienen, hat fett Kritik abgekriegt, wegen der Ingame-Währungsgeschichte da, also so wie ich das mitbekommen habe, so ungefähr. Ja. Vielleicht erzähle ich auch gerade Scheiße. Übrigens kommt nach dem Stream hier noch ein weiterer Stream. Also ich tue jetzt die PlayStation so und so mal durchmachen. Und danach kommt noch ein Stream. Da muss ich aber erstmal umklammern. Trotzdem kommt dann ein weiterer Stream. Aha. Hot Wheels. Ich hatte damals früher einen ganzen Sack voll Hot Wheels Dinger. Fahrzeuge. Ich hab die gesammelt wie blöde. 24. September 99 von EA. Ja, von den Hot Wheels gibt's eigentlich, hört man kaum eigentlich noch was. Also, gut, ich interessiere mich dafür nicht mehr. Aber das Ding, das Zeug war ja unendlich in der Werbung drin damals und das hast du ja nicht gesehen. Jade Cocoon, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. Das kann jetzt noch ein fetter Abend werden. Jade Cocoon, September 99, Crave, Rollenspiel, Jade Cocoon, ja. Ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch bei Sony die Lizenz. Also ich werde jetzt demnächst jetzt auf Twitch, ich habe es ja vor ein paar Tagen nochmal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, werde ich eine Liste anfertigen von Projekten, die ich dieses Jahr noch angehen will. Und damit ihr zumindest den Fahrplan wisst. Eigentlich hatte ich nicht vor, jetzt einen Vlog noch zu bringen, weil erstmal warten, bis ich genug Zuschauer habe. Allerdings habe ich das Problem, dass die, die jetzt schon da sind, dann nicht so Bescheid wissen, wenn ich da nichts sage. Hersteller Crave, September 99, Killer Loop, Rennspiel. Ja, das kann man auch sehr gut als Klon von glaubt ihr, mir fällt jetzt das Spiel ein? Alter, mir fällt gerade die IP nicht ein. Naja, was soll's. Ihr wisst ja, welche IP hier gemeint ist, wenn ihr das seht.
Ja gut, aber ehrlich, alles kannst du ohne zocken, weil da müsste ich ja wirklich noch mal ein halbes Jahr freinehmen, um das, ja. Lego Racers. Lego Racers. September 99, Lego Media. Rennspiel. Ja, die Lego-Spiele an sich machen schon Spaß, aber Lego Racers, nee. Ach, so, Jade Cocoon macht das, hätte ich jetzt nicht damit damit. Ich hätte dich jetzt nicht so eingeschätzt, dass du sowas wie Jade Cocoon zockst. Mission Impossible, hatten wir gerade das Video. Action Adventure Oktober 99, Infogrames, die gibt's leider nicht mehr, die sind pleite gegangen. Ja, Mission Impossible. Geiles Spiel damals gewesen. Hatte ich eigentlich auch mal vor zu streamen oder zu ein Let's Play zu machen, aber ich kam ja nie dazu. Also ich weiß auch nicht warum. Weil immer irgendwas dazwischen kam. Wo sich's komplett anbieten würde. NASCAR Road Racing. Auch von NASCAR. Ich finde es zwar cool, Absolute 90 EA Rennspiel. Ist zwar. Die Rennserie ist cool, aber ich muss nicht wirklich davon ein Spiel zocken. NHL 2000. 23. September 99 von EA Eishockey. Ja, Eishockey macht schon Fun, habe ich vorhin gerade erst wieder gemerkt. Ist aber nichts für mich, als Projekt zumindest nicht. Ich kann ja mittlerweile teilweise ja nicht mehr, wenn ich das hier mache, als Privatperson drauf gucken, sondern ich gucke ja mittlerweile wirklich als YouTuber oder als Streamer da drauf. Was könnte ich als nächstes davon nehmen und welches nicht? Als Privatperson als solche, aber ich gucke keine Zeit mehr, das zu machen. Also als Privatperson zu zocken. Alter. Revolt, wenn ich es richtig ausspreche. September 99 von Acclaim. Leider, auch wenn ein Publisher den es nicht mehr gibt. Schade. Da wird einen richtig wehmütig, wenn ich dran denke, was es für Publisher, geile Publisher es damals gibt. Boah. Pokémon? Ja, bei Pokémon kenne ich nur die Gameboy-Teile. Die habe ich damals gezockt. Roll Cage Extreme, früher 2000 von Sony. Rennspiel. Ja, das haben wir in der... War das die dritte oder vierte Ausgabe der PlayStation Zone, wo wir das gemacht haben? Auf jeden Fall haben wir das gezockt. Hat Spaß gemacht. Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich das als Projekt machen soll. Wäre sicher mal was anderes, als wenn du nur Ballerzeug machst oder Horrorzeug oder wie auch immer. Aber irgendwie, schwierig. Nee. Schieb. Release 8. Oktober 99 von Empire Action. Was ist hier gerade dran? Action, verdammte Kacke. Ich meine, das Spiel heißt Schafe. Sind die Schafe der Action, das Action-Ding oder was? Also, für mich sieht das eher aus wie so ein Simulationsgedöns. Oder habe ich das falsch in der Murmel? Soul of the Samurai. Viertes Quartal 99 von Konami Action Adventure. Konami
wenn ihr das seht, ne, es gibt so Serien wie MGS, wie Metal Gear Solid oder wie Silent Hill, die könnt ihr ruhig machen. Also, die müssen nicht vergammeln in eurem Keller. Will ich bloß mal erwähnt haben. Spider-Man. März 2000, Action, Activision, Action-Adventure. Ja. Spider-Man hat bislang sehr gute Games. PS1, PS2 kann ich sagen. Auf jeden Fall, die Lizenz liegt jetzt zwar bei Marvel, aber die Filmlizenz bei Sony. Spyro the Dragon 2. 3. November 99 von Sony, Jump'n'Run. Ey, wenn man denkt, dass man sich jetzt hier gerade Serien anguckt, Spieleserien, die allesamt zukünftig bei Microsoft liegen. Ja, ja, ja. Gab's nicht auch Gelb und Silber und sowas? Bei den Game Boy. Ich meine jetzt Pokémon. Würde ich nämlich meinen, dass es sowas in der Richtung auch gab. Star Wars DDB. September 99, Lucas Arch Action Adventure. Ja, das. Ich würde ja gerne mal ein Star Wars Spiel streamen oder so. Aber das ist ja mit der Musik dann schon wieder so eine so la Geschichte. Die Musik ist mein schlimmster Feind, um so zu sagen. Obwohl, ja, das ist aber nur von Disney geschuldet, wenn man so will. Weil die jetzt Rechteinhaber sind und LucasArts aufgekauft hatten. Star Wars Racer. Oktober 99, LucasArts Rennspiel. Das ist echt so. Echt so. Die haben alle so ein bisschen, sind auf der Mario Kart Schiene geritten. Da war ja egal zu welchem Thema, da haben die gleich mal so einen Racer hinterher geschoben. Tarzan, das ist natürlich, glaube ich, der Disney-Film. Ja, Oktober 99, Sony und Disney. Jump'n'Run. Nur Blau und Rot, das ging mir, glaube ich, nicht anders. Ich habe bloß Blau und Rot gezockt, glaube ich. Also da Silber und ich glaube Blau gab es dann noch und so. Habe ich, glaube ich, alles nicht gezockt. So lange war bei mir der Mario Hype jetzt, der Pokémon Hype jetzt nicht da. Techno Match. Oktober 99 von Sunflowers. Rollenspiel. Ich bin ja nur wirklich kein Rollenspiel-Fan. Also, das ist ja nur bei mir so ein bisschen. Ne? Das ist so ein bisschen anders. Da muss es schon Rollenspiel sein, so ein bisschen mehr. Ja, in die Richtung so Action geht oder so. Es gibt ja manchmal so Rollenspiele, die kombinieren mal zwei Genres mit einem, so. Gibt's ja. Allerdings, die reinen Rollenspiele sind für mich jetzt nix. X-Files. September 99 von Sony Action Adventure. Ey.
Was war ich für ein derber Akte X-Fan? Ey, ich musste so eine richtig. Ich habe die Serie immer mehr reingezogen. Also die alte Serie. Boah. Also da habe ich echt keine Folge verpasst und war echt traurig, dass die damals nicht mehr weitergeführt wurde. Allerdings kann ich der neuen Serie nicht wirklich was abgewinnen. Das ist einfach zu. Es passt. Es hat in ihre Zeit gepasst, aber es passt nicht mehr rein. Passt nicht mehr rein. Die Serie hat in die 90er, Anfang 2000er gepasst, aber nicht in die jetzige Zeit. Aber das PS1-Dings habe ich nie gespielt. Das ist eigentlich auch, ich glaube, das ist ein relativ langweiliges Spiel. Da musst du irgendwelche Gegenstände anklicken, die du im Bild siehst und sollst damit eine Interaktion starten. Und naja, das ist so, wenn ich das schon wieder sehe, da dachte ich, oh, nee, danke. Tomorrow Never Dies. Sommer 99, EA, der Morgen stirbt nie, Action, natürlich ist das James Bond. Ich habe mal ein James Bond Spiel gespielt, aber naja, da muss man Fanfreund von sein. Sieht aber nicht schlecht aus für die Qualität, ne? Muss man ja sagen. Hast das Spiel auch eine CDs? Ja, ich glaube, es hatte 3 oder 4 CDs oder so. Oder 5? Also so in dem Bereich hat sich das, glaube ich, bewegt. Ach, jetzt will sie es. Whip-Out hieß das. Genau, Whip-Out war. Dieses Killer Loop ist so ein bisschen geklaut. Also dieses von Whip-Out hat Killer Loop das so ein bisschen geklaut. Ist von Psygnosis, September 99, Rennspiel. Auch nichts für mich. Habe ich auch nie gespielt. Da musst du auch wirklich Fan von so einer Sache sein. Also mir gefällt es nicht. Auf keinen Fall. Ja, ich habe gehört, dass das N64 James Bond richtig gut sein soll. Habe ich zumindest gehört. Aber natürlich, wenn man das heute sich anschaut, ist das jetzt natürlich nicht mehr so zeitgemäß. Ne? Wu-Tang Shaolin Style. Action, Activision, November 99, Beat'em Up. Oh Gott, wenn das einige sehen würden. Beat'em Up darf man ja nicht mehr sagen. Fighting Games sind das jetzt. Ja, ich mag nicht so die Umgestaltung von irgendwelchen Genres, aber wenn die Leute meinen, die müssten aus Beat'em Ups jetzt Fighting Games machen, namentlich, dann ist das halt so. Das war Work in Progress. Jetzt machen wir demnächst endlich. Da ist aber nicht viel gekommen, du. Alter, puh. Okay, wir machen es trotzdem. Bundesliga Stars 2000. Hab ich damals gekauft. 12. August 99, EA. Ja. Es hat Spaß gemacht. Das muss man so sagen. Also es hat Spaß gemacht. Man hat aber diesen FIFA-Anstrich schon gemerkt. Also von den FIFA-Spielen von EA. Und das von EA ist, merkt man das sowieso. Ich würde ja gern mal ein FIFA-Spiel streamen, aber das ist mit der Musik dann so eine Sache bei mir. Das möchte ich dann doch vermeiden. Ja, die Retro-Games heutzutage, die da geht, da bist du wirst ein armer Schlucker. R und C, Standcopter, Interplay. August 99, Flugsimulator. Ja, da musst du auch Fan von Flugsimulatoren sein. Ich bin's nicht.
Sieht jetzt auch nicht so aus, als ob man das unbedingt gespielt haben muss. Shadowman Acclaim, September 99, Action Adventure. Ist auch nie, also ich habe ich nie gespielt, aber ein Bekannter oder ein ehemaliger YouTuber von mir hat das gezockt und der fand es ja ultra geil. Freaks, Hersteller von Sony, Release 27. August 99, Rennspiel. Ja, also müssen wir wirklich sagen, hier haben sie sich schön bedient hier. Ne? Was ist auch bei N64 ein Race? Der eine Racer, der wirklich gut ist bei N64, ist Diddy Kong Racing. Den habe ich damals auch gesucht und der war so richtig schön. Das war auch so ein Abklatsch von Mario Kart, aber das hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig Fun dahinter. Und vielleicht noch, jetzt vor kurzem hatten Smiley, Rocky und ich Sonic Team Racing gespielt und gestreamt. Und das war auch fetzig, das hat richtig gefetzt. Kann man auch noch dazu nehmen, aber hier dieses Speed Freaks, das sieht nicht so für mich aus. Jammer Lemmy ist von Sony, 27. August 99, Entertainment. Also was das sein soll... Komisch, also ich kann damit nicht anfangen. WWF Attitude Acclaim, Sommer 99, Wrestling. Ja. Der gute alte Vince McMahon ist zurückgetreten. Dass ich das nochmal erleben darf. Jetzt wird Wrestling wieder interessant, glaube ich. Und der gute Triple H ist jetzt Chef von der WWE. Mal sehen, was er daraus machen wird. Viele hoffen ja, dass das Booking besser wird. Ich hoffe es sehr. Die WWE hat es verdient. Endlich neue Stars kreieren und ich. Im Moment sieht das, was er vorhat, sieht sehr gut aus. So. Demnächst erhältlich, das ist erledigt. Hit-Tipp. Naja. Ape Escape von Sony erhältlich, Adventure. Kriegt ihr auch, wenn ihr das PlayStation Plus Premium Abo abschließen tut, kriegt ihr das Spiel kostenlos. Könnt ihr das runterladen? Und es ist emuliert, findet ihr das dann im PlayStation Store. Genauso wie Seifenfilter und Resident Evil Code für Director's Cut. Ape Escape muss ich auch mal antesten, das habe ich ja auch mir runtergeladen. Er war der Beste, leider in den letzten 5 Jahren ist es sehr stark nach unten gegangen. Er hat einige Stars vergrault und er hat leider dafür gesorgt, dass die guten Talente, die wirklich echt was drauf hatten, weggegangen sind und das Booking war leider nicht mehr so toll. Muss man leider mal so sagen, das war wirklich ein ziemliches Eigentor, was er sich da geknallt hat. Und jetzt hat er jetzt sich wohl weitere Eigentore geschossen. Control, Honda, Superbike, Softgold erhältlich, Rennspiel. Bin ich auch nicht so ein Fan von. Aber andere können es ja sein.
Ja, und zwar hat er wohl Firmengelder veruntreut und hat wohl mit angestellten Frauen Affären gehabt, wo er hinterher Schweigegeld bezahlt hat, bis zu 14 Millionen. Und er soll wohl in den 80ern sogar eine Schiedsrichterin vergewaltigt haben. Also da ist echt harter Stoff bei. Also, puh. Also der scheint richtig Probleme zu haben. Sonst wäre er nicht freiwillig zurückgetreten. Strategie, Action, Activision erhältlich, ja. Civilization 2, das ist ja absolut nichts meins. Also das, nee, ich hab's mal eingetestet. Also jetzt ein neueres. Nee. Triple H ist jetzt Chef der WWE, also die Triple H ist jetzt kreative CEO von WWE und der richtige Chef von der WWE ist jetzt, oder Chefin ist jetzt Stephanie McMahon. Also die Tochter von Vince McMahon. Jump'n'Run, EA, Quack 2, habe ich nie gespielt, auch wenn es ein Plattformer ist. Also das steht, also GT Interactive ist erhältlich, logisch, Rennspiel. Das steht auf meiner Liste mit Titeln, die ich eigentlich noch dieses Jahr starten möchte. Driver ist aber ein ganz hartes Stück Brot. Gerade die Trainingsmission am Anfang ist richtig hart. Nur ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das streamen möchte, weil das ist echt hart, wenn du dann noch auf den Chat achtest. Also davon würde ich mir gerne einen neuen Teil wünschen, aber Ubisoft ist ja momentan der Rechteinhaber und die machen jetzt nicht den Eindruck, als würden sie da jetzt was Neues machen wollen mit der Serie. Metal Gear Solid Konami Action Adventure erhältlich. Ja, also zu dem Spiel brauche ich gar nichts mehr sagen eigentlich. Das ist, ne, sollte jedem klar sein, wie geil das Ding ist. Und wie geil es wäre, wenn dann ein Nachfolger kommen würde. Habe ich auch schon gestreamt. Ich würde es am liebsten noch 10.000 Mal streamen, aber einmal reicht, würde ich mal behaupten. Und hat Spaß gemacht, ja. Ging recht flott durch. Wie Butter. Ich müsste bald mal Teil 2 machen. Ich habe ja Teil 1 nur gemacht und ich müsste mal auch bei Metal Gear Solid einen neuen Teil machen wieder. Omega Boost, Shoot'em Up von Sony erhältlich, habe ich nicht gespielt. Bei Shoot'em Ups bin ich sowieso mehr zurückhaltender, weil das eigentlich relativ zügig auch durch sein kann. Alles klar, bis später, Marte. Viel Spaß. Also Shoot'em Ups, also das wird's bei mir, glaube ich, nicht geben. Das ist eine Wissenschaft für sich. Silent Hill.
von Konami erhältlich. Horror, also dazu muss ich eigentlich auch nichts sagen. Das ist halt Silent Hill. Was willst du dazu sagen? Ne? Nur Konami, wenn ihr das seht, ne? Die gerade MGS und Silent Hill, ihr könnt ruhig, es wird sich keiner beschweren darüber. Ihr könnt ruhig das mal machen. Ach, das Viech, das, die Larve oder was es war. Boah, war das ein blöder Gegner. So, Reaver. Action-Adventure, 27. August 99, Eidos, So, Reaver. Ja, das wird auch eine Serie, die sehr lange schon im Tiefschlaf fliegt. Ich glaube, seit 2004. Ich würde mal sagen, ne, Embracer Group ist ja jetzt der neue Rechteinhaber bald. Ihr könnt ruhig mal, ne? Also, ich würde mal so als Denkanstoß geben, ihr könnt ja ruhig mal da was machen. Rally 2. Rennspiel Infogrames erhältlich. Tja, Warzone 2100, Strategie, Eidos, erhältlich, boah. Naja, ich glaube, war das das eine, was wir gemacht haben, was so Spaß gemacht hat? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wir hatten zwei Strategiespiele getestet, bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das war das hintere, das war das zweite, was nicht so Spaß gemacht hat. Ich bin mir einfach nicht ganz sicher. Müsste ich mir nochmal anschauen. Hit-Tipp war das. Tipps und Tricks, Lexikon, ja. Ja, Level-Codes oder Tastenkombinationen für Unbesiegbarkeit, maximal Kraftschaden und Pipapo. Auch bei einigen anderen, bei anderen Games ist das gleiche. Findet ihr das ähnlich? Dafür war Tipps und Tricks, Lexikon da. Spiele-Lexikon. Ja, wenn ihr euch für ein geschwindes Spiel interessiert habt, was für eine Bewertung es gekriegt hat. Und ja. Ihr seht, wurde es in Grafik, Sound und Gesamtwertung aufgeteilt. Safe Games, ja, da konntet ihr Spielstände runterziehen. James Bond Anzug zum Beispiel und so weiter. Ja, da konntet ihr so einiges machen. Das war absolut nicht meins.
Ich habe das immer ohne gemacht. Credits. Das ist einfach eine Dings, wer sie einfach erstellt hat, diese CD. Und ihr seht, waren noch ein paar Leute dran beteiligt. Noch nicht so viele, wie es später der Fall war bei der DVD, aber da waren auch so ein paar Leute dran. Ja. Ja, wie ihr seht, war so einiges los. So, und das wäre die PlayStation Zone Volume 10. Wir sehen uns dann in der Volume 11 wieder. Wann das ist, kann ich noch nicht sagen. Das werdet ihr dann sehen. Wahrscheinlich wird die dann auch wieder gestreamt. Und wir sehen uns dann in der nächsten PlayStation Zone wieder. Also, over and out.